So Leute, seid gegrüßt beim neuen Let's Play von mir. Heute widme ich mich mal wieder einem etwas schwierigeren Thema. Dreht sich um sogenannte, man könnte jetzt einfach sagen, ist eine kleine Familie und wir spielen die Frau, die den Alltag meistern muss und auch Probleme hat mit ihrem alkoholsüchtigen Mann und natürlich für das Kind das Beste will. Wir schauen mal, wie das so rüberkommt und wie sich das spielen lässt. Und ich weiß auch nicht, wann ich was sagen werde. Ich will natürlich das Ganze nicht totreden oder so. Wir müssen nochmal schauen. Ich glaube, Subtitles ist auf Englisch. Ich werde es vielleicht vorlesen, weil dementsprechend der Text auch klein sein wird. Wir starten einfach mal und ja, ich sage einfach mal auch gute Unterhaltung. The Kite heißt nichts anderes als der Drachen. Ist wahrscheinlich das, was der kleine Junge am liebsten macht, mit Drachen spielen. Okay, wir starten. Viel Spaß. Okay, wir haben linke Mausbutton, um uns bewegen und interagieren. Um ein Inventor zu öffnen, also Inventory öffnen, Move Cursor to Upper Edge of the Screen. Okay, dann haben wir oben das Inventar. Jawohl. To use items and activate entities or characters, just drag and drop the item on it. Also wir haben dann Sachen, die können wir irgendwo hinbewegen. Oh, Jam Jar, Marmelade. There's a little jam at the bottom. Da ist ein bisschen Marmelade drin. Okay, das haben wir jetzt praktisch eingesammelt. Und das Spiel speichert automatisch. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir alles bewegen können und anfassen können. Man hat es ja gerade schon gesehen, was zum Nehmen ist, wird rot. Da läuft nichts Gescheites im Fernsehen. Das ist ein Geschenk ihres Mannes Olivier zum 7. Hochzeitstag. Seitenschneider. Marmelade und Seitenschneider ist eine ganz wichtige Kombination. Braucht man immer. So. Das ist mein Sohn. Mein Leben, sagt sie. Wie geht's dir, Andrew? Er ist hungrig, Mutter. Gib mir irgendwas zu essen, bitte. Oh good, I have nothing to give you. Sie hat nichts, um ihnen was zu geben. Ja, wir scheinen also auch eine sehr arme Familie zu sein. Wir wissen jetzt auch nicht, welchen Grund den Vater in den Alkoholismus getrieben hat, aber wie es halt oft so ist. Ist die Küche, okay. Da muss er auch die Wäsche aufhängen.
Wasserhahn tropft. Können wir mal schauen, ob wir den abstellen. Ne, kann man nur aufdrehen. Kann man es nicht waschen? Okay, was haben wir hier? Brotbox. Bisschen was drin. Kühlschrank, was haben wir da? Ein Messer. Ein eingefrorenes Messer, ja. Okay, können wir nichts machen. Da ist auch nichts drin. Heieiei, schaut aber düster aus. Ja, dann könnten wir höchstens Marmelade und Toast, ne? Okay, jetzt haben wir Marmeladenbrot. Na, das haben wir schon gehabt. Okay, 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 ja. Danke, Mutter. Na, jetzt hat er wenigstens ein bisschen was im Bauch. Ah, jetzt kommt der Mann von der Arbeit heim. Ja, machen wir mal auf, ne? Aber wieso klopft der an der Küchentür, wenn hier keiner sitzt? Leer. 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 Ich versuche gerade rauszufinden, wo man jetzt überall Matches, okay, Streichhölzer. Streichhölzer. Auch leer. Okay. Was haben wir jetzt? Streichhölzer. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll. Können wir da... Gehen wir nochmal rüber zum Kleinen. Ja, okay, man muss hier nach unten gehen. Ja, ich komme ja schon. Da ist er doch schon. Grandig. Hallo, wie geht's dir? Wie ist dein neuer Job? Oh, das gleiche wie immer. Schrecklich. Was sollen wir tun? We don't even have enough food for our child. Wir haben nicht genug für unser Kind zu essen. Schauen wir mal in seine Jackentasche rein. Da ist irgendwas in der Tasche, in der Jacke. It looks like a piece of paper with number on it. There's something. Okay. Das können wir also nicht rausholen. Der Drache, Andrews Favorite Toy. Also Andrews, also dem Kind sein liebstes Spielzeug. Können wir da noch hintergehen? Schauen wir mal, vielleicht kommen wir mal wohin. Wo kommen wir hier hin, wenn wir da runtergehen? Können wir da rausgehen? Okay, sie hat noch keinen Grund rauszugehen. Da geht es wieder ins Wohnzimmer. Ja, da wird er jetzt drüben sitzen in der Küche. Ah, fängt schon saufen an, jawohl. Was tust du? Mary, geh mir nicht auf den Sack. You won't find the answer to all your problems at the bottom of the bottle. Du findest den Grund unserer Probleme nicht am Grund des Glases. I cannot, was? Cope with it, maybe I'll get fired. Assholes. Ja, er wird vielleicht entlassen. Es ist fucking Test, fucking Numbers. I hate my job. Er hasst seinen Job. Ja, was magst du? Okay, ist nochmal das Gleiche.
Also er hasst seinen Job, vielleicht wird er gefeuert und nicht gut. Tja, was machen wir jetzt? Wir konnten doch da vorhin rausgehen, ne? Das konnte man wahrscheinlich nur, weil es geklopft hat an der Tür. Oder hier kann ich raus, ja. Haben wir jetzt einen Grund rauszugehen? Ne. Gut, vielleicht müssen wir den Jungen fragen, ob er Lust hat. Oder warte mal, wir schauen nochmal schnell in die Jacke. Vielleicht können wir jetzt was rausholen. Ah, LLC, Mikro. Was? Microstate Electro. Okay, das war also ein Wissenstest. The number of matches. Volt, musste er was machen? Faktor 19. Müssen wir jetzt die Zahl 19 zusammen basteln oder was? Aber 2 und 8 ist 10 und 19, 19. Achso, wir müssen jetzt praktisch lauter Zahlen zusammenfinden, die 19 ergeben. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nur waagrecht und runterwärts. Und immer nur. Achso, 5 Reihen gibt es, die 19 ergeben. Ja, okay, müssen wir jetzt mal gucken. Das kann ein bisschen dauern, ne? 9 und 9. Moment, ich muss schnell meinen Kopfhörer anschließen, sonst hat der keinen Strom mehr, ne, dass ich jetzt dann nichts mehr höre. Okay, ja, wer will, kann miträtseln, ne? Ja, ist gar nicht so einfach. Hier, Mathe-Test mitten im Spiel halt. Fangen wir mal hier oben an. 9 und 19, 18. Das geht also nicht. 9 und 19, 18. 9 und 9 und 2 sind 11, 7 ist 18. Hier sind 14, 16, das sind 14, 18. 4, 6 sind auch wieder 18. 8 und 9 sind 17. Und 3 sind 20, das geht auch nicht. Das sind hier 12 und 2. Ich weiß nicht, wie viel man machen kann. Wir könnten ja mal. Ja, das passt aber auch nicht. 5, 8, 8, 16. Das passt auch nicht. Gehen wir einfach mal die Reihen durch. 23 sind 5 und 5. Wie viel kann man eigentlich ankreuzen? 5 und 5 sind 10, 19. Na, das passt. Ich kann nur 3. Okay, ich kann nur 3. Acht und 6 sind 14. Vierzehn. 17, ja, das passt ja auch nicht. Ne, 10, 18, hier haben wir 10, 14. 8 und 9 sind 17, das passt auch nicht. 12, 16, ne. 9 und 18 sind 17, passt auch nicht. 9 und 8, 17, 8 und 17, 15, 17 sind 9 und 4. Das war gar nicht einfach, gar nicht einfach. 11, 6 sind 17, das passt auch nicht. 6, 12, das passt auch nicht. 14, hier 6, 6 und 7 gibt doch 19. Okay. Dann haben wir. Das wären 10. Das passt auch nicht. 7, 18, 15, 17. Hier haben wir 3 und 19, 12, 18. Das passt auch nicht. 9, 15 und 3 sind 18. Nee.
9 und 18 sind 7, 11 und 7 sind 18, passt nicht. 11 und 9. 4 und 9 sind 13 und 5, das passt auch nicht. 14, 14, 18, 17. Hier haben wir 10, 18. 11 und 6 sind 17. 14, 19. Ne, sind 20, 12, 17. 11, 12, das passt auch nicht. 9 sind 13 und 5 sind 7. 9 und 7 sind 16. 9 und 6 sind 15. Das da, aber das sind ja, das passt wieder nicht, weil es sind ja 4 Zahlen. Das passt nicht. 4 und 9 passt nicht. 9, das passt nicht. 12, 18, 16, das sind auch 18. 10, 13. 9 und 6 sind 15, das passt auch nicht. 18, passt nicht. 14 und 3 passt nicht. 9, 5 und 3 passt nicht. Das sind 9 und 16 passt nicht. 12, 18, das passt auch nicht. 13, das sind wieder 20. 11 und 5 passt nicht. 12 passt nicht. 9 und 14 passt nicht. 8, 8, 16 ist aber wieder 20. 8 und 4 sind 12 und 17. 9 und 5 sind 14, das passt nicht. Oh Leute, das kann ein bisschen dauern, aber ich gehe es jetzt einfach mal durch. Ihr könnt ja vorspulen. So, das sind 7, 10, 15 passt auch nicht. 2, 8, 9, ja. 17, 7 und 9 sind 16, sind 18, das sind 11, 18, das sind auch 18. 8 und 7 sind 15, sind 20, 10, 14, 9, 11, 11, 11, 5 und 9 sind 14, das passt auch nicht. 11 und 2 passt nicht, das sind 10, das passt also alles nicht. 15, 9 und 3 sind 12. Das sind auch 18. 16. 17. 17. 6 und 7 sind 13 und 8, das passt auch nicht. 15, 8, 8, 8, 16, das passt nicht. 9, 5, 7 passt nicht. 13, 16, nee. 8 und 3 sind 11. 12, das sind 20 hier. Das passt auch nicht. 838 passt zum Beispiel, ja. So, dann haben wir 16, das sind 18, das passt auch nicht. 5, 18, 13, das sind 20 wieder. 16 passt nicht. 6 und 6 ist 12, hier ist 8 und 6 sind 14 und 7, das passt auch nicht. 16 und 5 passt nicht, das sind 18.
Das sind 11, sind 16, das passt mit 19, 14, 11, 12, das passt nicht, 9 und 18, 17, 18, das passt auch nicht. 9 und 6 sind 15, passt nicht. 7 und 19 passt nicht, 18 und 3 passt nicht, 12 und 2 passt nicht, 9 und 17 sind 16, das sind 18, 6 und 8, nee, 6 und 7 passt nicht, 10, 18, das passt auch nicht, 12, 16, das sind 10 und 14, nee, 10, 18, 8 und 9 sind 17, 12 passt nicht, 9, 9 und 5 passt nicht, 7, 8 sind 15 und 6 ist auch nicht gut. Das passt nicht. 14, 16, 5, 9, 11 und 7 passt nicht. 13 und 5 passt nicht, 12 und 6 passt nicht. 18 passt nicht. 16. Das sind 20. Puh, 18, 20. Oh Mann, jetzt wird's zwar echt knapp, ne? Vier und neun sind 13, 16, 12 und 8 passt auch nicht. 8 und 18 sind 16, 8 und 5 sind 13 und 7 ist passt auch nicht. Ja, jetzt muss doch noch was übrig bleiben hier. 14, 5 und 9. 1 mich am Arsch. Eins fehlt mir noch. Drei? Nee. Doch, eins noch. Puh. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Das sind 18. Das sind auch 18. 8 und 3 sind 11, plus 6 sind 17, 12, 17. Das sind auch 18. 18, ja, leck, fett. Das sind 18. Das sind auch 18. Das sind 20. Tja, das sind 20. Ja, leck mich am Arsch. Das sind auch 18. Hey, ich find's nicht, Leute. Ich find's nicht. Helft mir mal. Bei Live ging das jetzt, ne? Helfen. Ich finde es nicht. Boah, ich möchte das aber jetzt fertig machen. Das ist mir jetzt. Das liegt mir jetzt am Herzen. Dreizehn.
Es sind 16, 18, 15, 18. Ja, leck, fett, fett, fett. Das sind auch 18. Das sind auch 18. Na gut, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich schaue mal, wo es ist, dass es weitergeht. Ich find's echt nett raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.